So, jetzt wollen wir mal das erste Beispiel für so einen Induktionsbeweis sehen. Und ich dachte mir, bevor wir da irgendwelche Formeln beweisen, möchte ich lieber erstmal einen anschaulichen Induktionsbeweis machen, weil da das Prinzip vielleicht noch klarer wird, als wenn man das Ganze mit Formeln macht. Darum zunächst mal dieses Beispiel hier. Und zwar die Behauptung ist, ein Schachbrett mit Seitenlänge 2 hoch n, ja, also eine Zweierpotenz, bei dem eine Ecke entfernt wird, lässt sich mit den grünen Teilchen hier, die habe ich hier unten mal hingemalt, komplett parkettieren. Ja, und damit meine ich, wir haben von den grünen Teilchen hier beliebig viele. Ja, und die grünen Teilchen, die haben genau so eine L-Form. Die sind genauso groß wie drei Felder des Schachbretts, die quasi so über Eck angeordnet sind. Und wir sehen schon mal hier, das ist eine Aussage über natürliche Zahlen, denn hier steht mit Seitenlänge 2 hoch n. Und für das n wollen wir alle natürlichen Zahlen zulassen. Ja, mit 1 angefangen, und dann größer, alle größeren natürlichen Zahlen. Hier ist der Fall n gleich 1. Ja, das wäre ein Schachbrett mit Seitenlänge 2 hoch 1, also mit Seitenlänge 2, ein Schachbrett, und dann aber eine Ecke entfernt hier. Oder n gleich 2, da muss man ausrechnen, 2 hoch 2 sind 4. Ein Schachbrett mit Seitenlänge 4, aber dann eine Ecke abgebissen. Ja, und hier das Ganze nochmal mit 2 hoch 3, also 8. Das wäre ein normales Schachbrett, aber mit einer Ecke abgebissen. So. Und mit komplett parkettieren meinen wir können die Teilchen darauf legen, und die sollen sich nicht überlappen und am Ende das ganze Schachbrett abdecken. Ja, also eine beispielhafte Parkettierung für den Fall n gleich 1 ist völlig obvious. Trivial, sagt man auch. Und zwar legen wir einfach dieses Teil darauf, ja. Also für den Fall n gleich 1 stimmt diese Aussage schon mal. So, gucken wir uns mal den Fall n gleich 2 an. Ja, da könnte man jetzt irgendwie anfangen zu probieren. Ich mache einfach mal so ein bisschen das dahin, dann vielleicht das dahin und noch eins dahin. Ah, und dann sehen wir schon, ja, hier haben wir dann zwei Felder, das kriegen wir nicht mehr abgedeckt. Also hier hinten, da kriegen wir so ein L-förmiges Teil nicht mehr rein, ne? Muss man das wohl irgendwie anders machen, wenn es denn überhaupt geht. Ja, probieren wir es mal mit dem hier. Ja, so, und dann sieht man schon, es gibt doch eine Lösung. Ja, und zwar so. Ich hoffe, das ist jetzt erkennbar. Ich vergrößere mal. Ja, das wäre dann so eine Lösung dafür. Ja, jetzt könnte man, also wir haben den Fall jetzt für n gleich, den Fall n gleich 2 haben wir jetzt auch bewiesen. Aber wenn wir jetzt immer so weiter durch rumprobieren machen, dann werden wir es ja niemals für alle Zahlen n beweisen können. Ja, also schon der Fall n gleich 3, der wird jetzt nochmal viel größer und das dauert noch länger, bis wir da eine Lösung gefunden haben. Und vor allem würde uns das nichts bringen, um die Aussage allgemein zu beweisen. Ja, wir wollen es ja für jedes n beweisen. Ja, und dann könnte man auf diese Idee kommen, also eine Strategie, wie wir das mit den 8 Feldern hier lösen. Und zwar teilen wir doch mal das Schachfeld in kleinere Felder, und zwar so. So, ich habe jetzt einfach mal zwei Linien eingezeichnet. Ja, ich habe jetzt einfach mal auf das Schachbrett was gemalt. Das ändert noch nichts an der Problemstellung. Aber was wir hier ja sofort dann sehen, wir haben ja immer Zweierpotenzen, ja, und das nächste Feld ist also doppelt so groß wie das vorige. Also hier das bei n gleich 3 ist das Feld doppelt so breit wie das vorige. Ja, und jetzt sehen wir hier unten, dieser Teil, das ist genau der vorherige Fall. Ja, bei n gleich 3, dieser Sektor hier unten, ist genau der Fall für n gleich 2 eigentlich. Ja, und dann haben wir noch drei Schachbretter, auch in dieser Größe, aber die haben alle noch eine Ecke. Jetzt kann man aber Folgendes tun. Wir legen ein Teil hier ins Zentrum, und zwar so, dass es genau von den anderen drei Sektionen, also von der Sektion, von der und von der hier, jeweils genau eine Ecke abdeckt. Ja, und plötzlich, das, was übrig bleibt bei den anderen drei Sektionen, hat auch jeweils die Form von dem vorherigen Fall, also für ein kleineres n, ja, für den Fall n gleich 3, den haben wir jetzt reduziert auf viermal den Fall n gleich 2 lösen. Und für n gleich 2 kennen wir schon eine Lösung. Das heißt, für n gleich 2, da könnten wir jetzt einfach diese Parkettierung nehmen und hier einsetzen, natürlich dann rotiert,
hier einsetzen und hier einsetzen. Ja, und das sieht dann so aus. Und dann haben wir plötzlich eine Paketierung im Fall n gleich 3 gefunden. Ja, und dieses Prinzip, sich das Schachbrett in kleinere Bereiche aufzuteilen, das klappt ja für jedes n. Also, dass dieses Schachbrett hier jetzt Seitenlänge 8 hatte, und wir haben das auf Fälle der Seitenlänge 4 zurückgeführt, das würde ja genauso klappen, wenn wir hier Seitenlänge 16 hätten, ja, dann malen wir zwei Linien, dann ist jeder Sektor mit Seitenlänge 8, dann können wir wieder ein solches Stück hier in die Mitte legen, ja, so dass es genau von diesen drei vollen Sektionen eine Ecke abdeckt, und hier fehlt sowieso eine Ecke, und dann haben wir auf einmal viermal den Fall mit Seitenlänge 8, ja, und Seitenlänge 8 wissen wir bereits, wie es geht. Und im Übrigen haben wir hier beim Fall n gleich 2 genau dieselbe Parkettierung gefunden, also die nach diesem Prinzip funktioniert, ja, wenn ich mal die Linien einzeichne. Ja, wenn man hier die Linien einzeichnet, wir haben vier Bretter der Größe 2x2, eins davon, dem fehlt schon eine Ecke, hier rechts unten, die anderen drei, sind diese drei hier, da legen wir, legen ins Zentrum des ganzen Brettes, legen wir wieder so einen Teil, so dass es eine Ecke von jeder der anderen Sektionen abdeckt, und dann bleiben genau diese Schachbretter für n gleich 1 in der Ecke übrig. Hier einmal und hier einmal. Ja, ja, und das ist quasi die ganze Idee für diesen Induktionsbeweis. Wir haben einen Induktionsanfang, ja, den Fall n gleich 1, den müssen wir einmal beweisen, aber der ist völlig trivial, ja. Für den Fall n gleich 1 haben wir diese ganz einfache Paketierung hier gefunden. Und wenn wir ein größeres n haben, ja, n gleich 2 oder 3 oder 4 oder irgendein größeres n, ja, dann unterteilen wir das in vier Sektionen, legen ein so ein Stück in die Mitte und auf einmal haben wir viermal den Fall für ein kleineres n. Und das heißt, wir wissen mit diesem Linienzeichnen und eins in die Mitte legen, wissen wir, wenn das für das kleinere n geht, dann geht's auch für dieses n. Ja, oder mit anderen Worten, wenn es für ein n geht, dann geht es auch für das nächste n. Das ist also der Induktionsschritt. Also wenn es für 1 geht, dann geht es für n gleich 2. Wenn es für n gleich 2 geht, dann geht es für n gleich 3. Wenn es für n gleich 3 geht, dann geht es für n gleich 4. Und so weiter. Ja, und dann gilt es für alle n. Ja, ich finde dieses Beispiel hier super anschaulich für einen Induktionsbeweis. Ich kann nur empfehlen, dass man sich das nochmal selber überlegt, was hier der Induktionsanfang und was der Induktionsschritt war. Und dass man sich nochmal wirklich klar macht, warum tatsächlich dann für jedes n, für jedes beliebige n, diese Aussage hier folgt. Ja, und zuletzt möchte ich noch eine kleine zahlentheoretische Folgerung erwähnen. Eine Folgerung, die wir hier draus ziehen können, oder vielmehr, die wir aus dieser Behauptung hier ziehen können. Und zwar, wenn wir uns überlegen, so ein Schachbrett mit Seitenlänge 2 hoch n, wie viele Felder hat das insgesamt? 2 hoch n mal 2 hoch n. Ja, ist ja ein quadratisches Feld. Also sind es 2 hoch n mal 2 hoch n, das ist dasselbe wie 4 hoch n. So, aber dann wird noch eine Ecke entfernt. Also diese Dinger hier haben 4 hoch n minus 1 Felder. Ja, können wir mal kurz überlegen. Bei n gleich 2, 4 hoch n minus 1 wäre 4 hoch 2 minus 1, also 16 minus 1, also 15. Kann man nachzählen, das sind 15 Felder hier. Ja, also 4 hoch n minus 1. Felder, und das lässt sich mit den grünen Teilchen immer parkettieren, und die grünen Teilchen bestehen immer aus drei Feldern, und wenn die das genau parkettieren, das heißt, wir haben eine ganze Zahl an solchen Dreierteilchen, die am Ende 4 hoch n minus 1 abdecken. Und das geht nur, wenn 4 hoch n minus 1 durch 3 teilbar ist. Ja, also haben wir quasi nebenbei bewiesen, 4 hoch n minus 1 ist immer durch 3 teilbar. Und das ohne irgendwelche Formeln aufzuschreiben. Das ist doch schön, oder? Ja, aber ich glaube, die nächsten Male werden wir dann nicht mehr auskommen, ohne Formeln aufzuschreiben. Dann möchte ich mal ein paar von den Standard-Induktionsbeweisen machen, die man so in Analysis 1 vielleicht am Anfang auch behandelt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.